In diesem vierten Teil erkläre ich euch, wie ihr das Rückteil und die beiden Vorderteile nun zusammennäht. Zum Anfang brauchen wir erstmal großzügig einen Faden. Den werde ich jetzt abschneiden hier. Dann nehme ich mir wieder meine Wollnadel zur Hilfe. Da werde ich den Faden jetzt einfädeln. Und dann beginnen wir mit der Schulter auf der rechten Seite. Das andere lege ich jetzt erstmal weg. Ich werde jetzt den Faden, die Nadel oben rechts an der Kante einstechen. Wichtig ist, dass ihr beim Einstechen darauf achtet, dass ihr nur die obersten Maschen trifft. Dann wirkt nachher die Naht auch gleichmäßig. Ich mache am Ende einen Knoten. Nun picke ich in die nächsten Maschen ein und ziehe nach und nach den Faden durch. Wichtig ist, dass ihr den Faden immer schön festzieht. Und das machen wir jetzt mit jeder Masche, bis wir das Ende des Vorderteils erreicht haben. Theoretisch hättet ihr auch den Faden am Anfang anschlingen können und hättet dann mit einer Häkelnadel Masche für Masche in Kettmaschen abgearbeitet. Ich muss aber gestehen, ich finde es mit der Wollnadel persönlich hübscher. Ich bin nun fast am Ende des Vorderteils angekommen. Die Schlaufe der letzten Masche werde ich noch einen Knoten mit einarbeiten. Dann sind wir durch. Wenn wir jetzt aufklappen, dann sehen wir, dass von außen die Naht schön ordentlich abgearbeitet ist. Wir klappen das Ganze wieder zu und ich werde jetzt zur Sicherheit noch einen Knoten einarbeiten. So, und anschließend werde ich, wie es vorher schon mit den Enden gemacht habe, wieder den Faden unter den Maschen verstecken. So, jetzt können wir den Faden abschneiden. Wir nehmen uns jetzt einen neuen langen Faden und fädeln uns den wieder in die Wollnadel ein. Dann fädeln wir unten rechts am Arm ein. Nicht vergessen, die Ärmel müssen offen bleiben, da sollen die Hände durch. Also beginnen wir da unten, machen ans Ende wieder einen Knoten. Nun arbeiten wir wieder im selben Prinzip, dass wir die obersten Maschen nehmen und Masche für Masche den Faden durchziehen und schön festziehen. Wir machen das jetzt für die komplette Ärmellänge und gehen dann weiter über die Seite nach unten. Unten angekommen. Werden wir in die letzte Schlaufe wieder einen Knoten einarbeiten, damit uns das Ganze nicht aufgeht. Und dann können wir den Faden abschneiden. Und die Enden verstecken wir wieder unter den anderen Maschen. Wenn wir uns das Ganze jetzt von der richtigen Seite ansehen, dann sehen wir, dass die Naht schön ordentlich geworden ist. Wie bereits erwähnt, nicht vergessen, die Ärmel offen lassen, da müssen die Arme durch. Und dann wiederholen wir jetzt das Ganze auf der linken Seite. Wir beginnen wieder mit der Schulter und arbeiten dann das untere Stück vom Ärmel runter bis zum Ende des Vorderteils.